Es war ein wunderschöner Morgen, dieser Montagmorgen. Der Himmel war wolkenfrei, die Vögel zwitscherten bereits aufgeweckt und die Sonne ging gerade auf. Alles war so, wie es sein sollte. Wäre da nicht der 1. April? Für John war bereits das Frühstück vorbereitet und so war eigentlich alles so, wie an fast jedem Morgen. Eigentlich wäre da nicht der 1. April. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Bis Mittwoch? Ist das denn dann wieder alles? Ach, die Heizung ist kaputt. Okay, also Mittwoch um 8 Uhr muss er wieder zur Schule kommen erst. Müssen wir auch noch jemanden anrufen oder machen Sie das alles? Okay, ich sage Ihnen Bescheid, also Schule ist morgen und übermorgen fällt die Schule aus und man muss am Mittwoch erst wiederkommen zur Schule um 8 Uhr. Alles klar? Was? Was? Dann hat er wieder was Schwein gehabt. Du gibst ab mit deinem Urlaub! Ich habe zu John gesagt, als es geklingelt hatte, Papa muss bestimmt zur Arbeit, da ist jemand krank geworden. Wir haben das Ähnliche. Ja. Setz dich hin. Ja, setz dich hin, hier, bevor du vom Hocker fällst. Boah, setz dich hin. Was? April, April! So stimmt. Gemein, oder? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Oh Gott, habe ich gar nicht dran gedacht, April. Ich bin ja gerade erst aufgewacht. Oh Mensch. Der Witz war gut, oder? Mhm. Hast du was geahnt? Nee, absolut nicht. Habe ich dran gedacht. Ja, John ist zur Schule, trotz des kleinen Schocks am 1. April. Einen Schock haben wir auch bekommen gestern. Das hier ist Johns Handy. Sein Smartphone-Display ist komplett zerstört. Wie er das geschafft hat, ich weiß es nicht. Ist auch nicht zum ersten Mal, ist bereits zum dritten Mal, glaube ich. Einmal reparieren wir es noch. Dann komplett 69 Euro kosten. Gut, Sie hatten früher zwei verschiedene Qualitäten. Haben Sie das immer noch? Immer noch. Ist das schon die bessere Qualität? Nein, nein. Was kostet die bessere Qualität? 90 Euro kann ich anbieten für Sie. Ja, mache ich das lieber. Ich nehme wieder das bessere. Das ist heller, ne? Was war denn mal der Unterschied zwischen den beiden verschiedenen? Also nur die Bildhelligkeit. Zwei Stunden später und 90 Euro ärmer erstrahlt Johns Smartphone jetzt in weiß und das Display geht auch wieder. Bevor dann mal wieder Kommentare, nee, Kommentare können ja gar nicht mehr kommen, aber um dem vorzubeugen, ja, er hat eine Schutzhülle. Das ist jetzt nur ohne Schutzhülle, weil ich es zur Reparatur hatte, aber er hat normalerweise eine Schutzhülle. Hoffen wir mal, dass es jetzt länger hält. Dein Handy. Endlich wieder weißen Button. Was sei da? Weißes Display. Dankeschön. Hä, das ist ein ganz anderes. Das ist dein altes Handy. Hä, warum? Ist das Ding da oben hatte ich noch nicht. 90 Euro. Dankeschön. Dankeschön. Wer bezahlt das? Ich. Ich werde das schon abbezahlen. Dann ist ja gut. Kumpel von mir schreien. Super, wieder ein schön heiles Display zu haben.
Es war ein wunderschöner Morgen, dieser Dienstagmorgen. Der Himmel war wolkenfrei, die Vögel zwitscherten bereits aufgeweckt und die Sonne ging gerade auf. Alles war so, wie es sein sollte. Ein Flugzeug hinterließ am morgendlichen Himmel seine Spuren, ansonsten war es überall noch nahezu bewegungslos und ruhig. Ja, guten Morgen. Zum Glück ist heute nicht mehr der 1. April, dann kann ich heute nicht mehr verarscht werden. Ich bin gerade aufgewacht und ich wurde ja gestern von Stefan verarscht, wie ihr gesehen habt. Hat sich erstmal nicht so lustig angefühlt, weil man sich natürlich gefreut hat, aber ja, sonst ist alles gut. Heute ist auch ein guter Schultag und ich freue mich auch schon auf die Ferien. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. Ja, muss man Geduld haben. Guten Morgen, also mit Stefan und John seid ihr morgens ja schon früher aufgebrochen und Richtung Stefans Arbeit oder Johns Schule mitgekommen. Und heute dürft ihr mich ein Stückchen auf meinen Arbeitsweg begleiten, der sehr schön ist. Nach Jahreszeit sieht man hier morgens auch ganz toll die Sonne aufgehen, ein richtig roter Ball, und das ist sozusagen hier der Hotspot, wo alle, die hier morgens lang kommen, erstmal anhalten und Fotos machen ohne Ende. Immer sehr schön. Heute ist leer. Keine Rechnung zu bezahlen. Ja, und weil der Arbeitsweg hier am Marktplatz auch vorbeiführt und ich das so schön finde, schlendere ich hier oft auch einen kleinen Bogen, einen kleinen Umweg und ja, mache auch noch ein paar Fotos. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich sehr viele Fotos von den schönen Gebäuden oft reinstelle. Einfach schön. Jetzt hier zu Hause richtig Ruhe und kann mich also an den Videoschnitt setzen und erstmal die ganzen Dateien, die ich eben hiermit gefilmt habe, auf den Computer überspielen. Wir haben ein Paket bekommen, oder besser gesagt, ich habe ein Paket bekommen von denselben Leuten, die uns auch einmal ein Paket geschickt haben mit den Gewürzen. War auf jeden Fall sehr lustig und ich hatte davon ja nicht so viel. Also haben die mir jetzt auch ein Paket nur für mich geschickt. Und ja, packen wir das jetzt erstmal hier aus. So. Ich habe ja immer ein bisschen Probleme damit, das aufzumachen, aber... Müsste eigentlich, ja. Wir haben hier, ich hoffe mal, dass ich das richtig ausspreche, Chubrica, Knoblauchgranulat, Zwiebelgranulat und Petersilie. Und wir haben auch noch so einen Zettel gekriegt, den kann ich auch noch eben kurz vorlesen. Hallo Simone, Stefan und John.
Unser letztes Päckchen war ja eher für die Erwachsenen bestimmt. Dieses Päckchen ist jetzt direkt für John. Wir haben ein kinderleichtes Gericht im Rezept und auch die Gewürze schon dabei. Als erstes brauchen wir 500 Gramm aromatische Tomaten. Davon nehmen wir dann hier zwei, weil eine 350 Gramm sind. Und sag mal, die erste Zutat haben wir dann schon mal. Dann brauchen wir noch eine Gurke. Dann brauchen wir noch zwei Paprikas, nämlich einmal eine orangene und einmal eine rote. Dann holen wir uns noch Zwiebeln. Dann brauchen wir noch Zitronen. Dann brauchen wir noch glatte Petersilie. Dann holen wir uns noch ein Brot. Und das war's dann. Zwei klein gewürfelte Zwiebeln dazu gegeben. Ich glaube, da ist John zu sehr Mädchen für. Das tränt oder beißt bestimmt in seinen Augen. Deswegen mache ich das mal. Und damit keiner sagen kann, ich hätte gar nichts dazu beigesteuert, tue ich jetzt das Olivenöl dazu. Frischen Knoblauch haben wir nicht, aber wir testen jetzt das Knoblauchgranulat aus. Davon soll man einen Esslöffel nehmen. Jetzt packen wir eine kleine Gewürzmischung da rein, und zwar Chubrizza. Davon muss ich jetzt ungefähr so die halbe Tüte da rein machen. Probiere ich jetzt mal. Die letzte Zutat ist geriebener Schafskäse. Den packen wir jetzt auch noch eben in den Salat rein. Ich probiere jetzt auch mal den Salat. So, ein bisschen schwer. Schmeckt gut, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Salatfan eigentlich bin. Schmeckt es auch? Ja, dieses Gewürz, was da mit bei war, wie hieß er nochmal? Dieses grüne Zeugs hat mal einen neuen Geschmack, muss ich mal sagen. Ja, gut. Wir leben gesund. Oh. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr das ja auch liken, weil wir an dieser Stelle jetzt auch das Video beenden. Und abonnieren könnt ihr uns auch. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss, mit Vollmond spricht man nicht.